Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es mal wieder so richtig technisch. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass es auch wahrscheinlich wieder sehr lang wird, weil wir fahren nämlich zu der Firma Hermann Motorenentwicklung in Salzgitter. Da waren wir ja schon mal bereits. Wir haben schon mal so ein bisschen gezeigt, was die machen. Die bauen nicht nur alte Formel 1 Motoren, sondern kümmern sich auch so ein bisschen um das Thema Effizienz, Nachhaltigkeit, Spritverbrauch und in gewisser Weise Leistungssteigerung legal mit TÜV bei Oldtimern. Das heißt, dort ist heute ein ganz besonderer Motor, welcher original Doppelweber-Vergaser hat, beziehungsweise zeitgenössisch getuned Doppelweber-Vergaser hat. Das heißt, das Ding verbraucht mindestens 20 Liter plus. Und da hat Olaf sich überlegt, sie entwickeln ein Kit, wo alles rausfliegt, eine Motec reinkommt und es so optische Vergaser sind, die aber eigentlich ein Einspritzventil drin haben. Das Ganze wollen wir uns aber auf dem Motorenprüfstand angucken. Das heißt, wir können tatsächlich auf dem Prüfstand mal ein bisschen mit Zündzeitpunkt, mit Last, mit Lambda-Wert etc. rumspielen und Olaf erklärt uns mal so ein bisschen, wo die Effizienz aus dem Motor eigentlich herkommt. Das heißt gar nicht unbedingt der Volllastpunkt mit maximaler Leistung, sondern wir gucken uns tatsächlich mal an, was passiert, wenn man den Zündzeitpunkt im Teillast verändert und so weiter. Und dann wartet auch noch ein altbekanntes Gesicht auf uns, aber dazu gleich mehr. Renke! Ach Philipp, na? Alles klar? Ein altbekanntes Gesicht. Neulich noch woanders. Neulich jetzt noch hier. Woanders. Ja, ich bin jetzt seit dem 1.2. bin ich jetzt bei Hermann Motorenentwicklung. Das heißt, du hast gedacht, Zylinderköpfe nicht mehr, jetzt geht es weiter. Ach, einfach nochmal weiterentwickeln. Aber man kann schon sagen, alles im Guten, kein Stumm, gar nichts. Alles in Ordnung. Weswegen sind wir heute hier? Wir gucken uns einen ganz besonderen Jaguar-Motor an. Ist ein Jaguar E-Type-Motor, der jetzt in einen Jaguar XK kommt, mit komplett Motec-Steuerung, mit Drosselklappenteilen, einmal alles, was wir so darstellen können. Also Jaguar ist ja so, ich sag das ganz oft irgendwie, gar nicht so meine Liga. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein 3-6-Zylinder ist. Ja. Da hört's aber das ist ein 3-6-Zylinder aus den 50er Jahren, also wirklich alte Technik, aber von uns einmal komplett mit moderner Motorelektronik ausgerüstet. Ist bei uns ist gerade auf dem Stationärprüfstand, können wir uns gleich angucken. Nehmen wir dort in Betrieb, stimmen wir ab und verbauen den aber anschließend auch im Auto mit einer komplett geänderten Abgasanlage und liefern das Fahrzeug wirklich komplett fahrfertig an den Kunden aus. Also eigentlich schon jetzt ja mehr als nur irgendwie, eigentlich schon fast ein ganzer Umbau, ne? Genau, oder? Das ist jetzt schon der zweite, den wir davon machen und wirklich als komplettes Kit in diesem Auto. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal hier war, da warst du nicht hier, deswegen muss ich jetzt sagen, was wir gemacht haben. Da hatten wir einen Porsche-Motor, wo Olaf gerade die Vergaser umgebaut hat auf Einspritzer. Genau, das ist ein anderes Kit, was wir auch haben, auch mit Motec-Steuergerät. Ja, ist ein ganz anderes Kapitel, müssen wir ja auch nochmal drüber sprechen. Aber ist ähnlich, was wir hier machen? Ist ähnlich, also okay. Ist deutlich effizienter der Motor, also auch dementsprechend vom Verbrauch her was ganz anderes. Der Kunde fährt damit sehr viel Kilometer und wir konnten fast 40% Kraftstoff einsparen. Also heute mal geht es mal nicht um viel Leistung, sondern in erster Linie Effizienzsteigerung, stationärer Prüfstand. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken, dass wir ein bisschen spielen können. Sehr gerne. Hallo. Uns wurde gesagt, wir können heute Kraftstoff sparen. Und kriegen jede Menge Motorentechnik. Ist ja relativ. Ist ja trotzdem ein gewisser Teil ist ja trotzdem weg. Aber viel weniger als sonst. Ich habe schon gesagt, Jaguar und ich sind. Also, ich hätte schon Schwierigkeiten, die Baujahre des Autos zu sagen, von dem E-Type. Ich finde E-Type immer geil. Ich weiß, bei uns im Dorfe hat einer sich ein E-Type fertig gemacht. Der hat immer Öl gehüllt, weil der braucht ein ganz besonderes Öl. Auch so ein Einbereichsöl, was im Winter kaputt gefroren ist und so. Ich glaube, es war ein Möwe 20 oder irgendwie sowas in der Richtung. Also, war irgendwie ganz. Das wäre ja kein Einbereichsöl. Ganz krasses Öl drin. Achso, wegen 0 und 20. Ja. Boah, ich weiß, was du meinst. Guter Aspekt. Egal. Erzähl mal. Ich weiß ja nicht, was Renke jetzt schon dazu gesagt hat. Also Jaguar E-Type Motor ist 4,2 Liter. Mhm. Sitzt aber in einem XK 150. Darum hatten wir im Vorfeld, das sieht man zum Beispiel an der Abgasanlage. Wenn wir jetzt einmal hier drüben einmal gucken, dann mussten wir auch die Abgaskrümmer selber anfertigen. Also das hat sowieso Vorteile. Gerade was die Zusammenführung angeht, was Drehmomentverlauf angeht, aber dass wir diesen Schnorkel hier oben so gemacht haben, das war jetzt nicht nur optisch, sondern hier ist einfach Karosserie bzw. der Lüftungskasten und das ist in diesem Auto sehr eng und deswegen haben wir das hier auch einmal so angefertigt, dass es eben ins Auto passt und jetzt ist der Motor von der Revision her fertig, also der ist in Koblenz bei der Firma Toto Performance aufgebaut worden, der Motor und wir machen jetzt die Inbetriebnahme und stimmen den Motor ab mit einem Motec, mit einem freiprogrammierbaren Steuergerät. Und der große Vorteil, wir haben also für den gleichen Auftraggeber, wir haben schon mal so einen Motor gemacht und der gute Mann fährt auch viel, 20.000, 25.000 Kilometer im Jahr und fährt natürlich in Europa auch viel in Frankreich.
Und wir haben dann die Abstimmung extra auf 95 Oktan gemacht, damit er eben überall an jeder Tankstelle so ein Fahrzeug tanken kann. Und das war so erfolgreich, weil wir haben da den Kraftstoffverbrauch, also hier war es jetzt auch extrem, wo man fast sagen muss, wir haben es eigentlich halbiert, weil die haben ja 15 bis 20 Liter, das können die ja immer mit Weber-Vergaser, so wie es hier auch aussieht. Aber der Motor sieht jetzt nur noch so aus, sondern das sind diese Genway-Rosseklappenteile mehr oder weniger, die nur aussehen wie ein Weber-Vergaser. Die haben also eine elektronische Einspritzdüse intern. Und damit fahren wir mit unserer Motorsteuerung zylinderselektiv einspritzen und zünden. Und das hat unglaubliche Vorteile, was den Wirkungsgrad angeht, weil wir halt für jeden Zylinder das Gemisch genau anpassen können und vor allen Dingen für jeden Betriebszustand. Mhm. Und das werden wir auch gleich nochmal zeigen, was das im Teilersbereich, weil das ist ja immer der Klassiker, 80 fahren, 100, 120 km/h. Dafür braucht man so zwischen 20 bis 30 PS. Und das ist eigentlich der Betriebsbereich, wo 85-90% eigentlich gefahren wird. Und dieser Bereich ist natürlich extrem wichtig, gerade wenn ich Langstrecke fahre, was ich dann zum Schluss an Kraftstoffverbrauch habe. Das ist auch der Bereich, wo so ein Doppelvergaser eigentlich, so ein Weber-Vergaser nie Bock drauf hatte, ne? Genau. So Drosselklappe eigentlich zu, weil das fährst du dann ja, keine Ahnung, mit 5, 8, 10% Drosselklappenstellung wahrscheinlich. Und auch gar keine richtige Düse und so weiter dafür, ne? Ja, wobei... Gibt ja eine Teilersdüse dafür, aber die ist ja für den ganzen Teilers ausgelegt und nicht genau für diesen statischen Punkt, wo man eigentlich fährt. Das ist zum Beispiel so ein Vorteil, auch wenn wir Vergaserabstimmungen machen, diese sogenannten Übergangsbohrungen. Ne, dieser kleine Verschlussdeckel, wo man dann sieht, die Drosselklappe geht unter diesen Bohrungen her. Und das lässt sich hier natürlich auch sehr gut machen, weil wir einfach über die elektrische Drosselklappenstellung einmal genau gucken können, wann ist welche Bohrung aktiv. Dann können wir natürlich auch ganz gezielt die Bohrungen vergrößern oder sogar zukleben. Das machen wir auch oft, weil ganz oft sind im Prinzip die verkehrten Vergasertypen auf den jeweiligen Motor verbaut. Und dann muss man zum Teil Übergangsbohrungen zumachen. Und genau die sind im Teillastbereich, wenn du nur mit wenig Klappenöffnung unterwegs bist, weil du nur 20, 30 PS brauchst, dann sind ganz oft die Übergangsbohrungen mit aktiv und du hast deswegen so einen hohen Kraftstoffverbrauch. Für den Fall ist es jetzt aber ganz egal. Hier gibt es keine Übergangsbohrung, einfach nur Klappe, Düse. Ist das eine ganz normale Düse, die da drin ist? Also wie man es von einem Einspritzmotor kennt? Aber eigentlich ganz witzig so, ne? Ja. Kann man da sagen, dass eine Düse, also diese Version, mehr Leistung bringt als ein Vergaser? Also ist das Luftgemisch, was da zerstäubt wird, besser, als wenn es aus diesem normalen, ich sag jetzt mal, Venturi-Röhrchen kommt? Also du hast ja, beim Vergaser ist ja, Vergaser stimmt ja in Wirklichkeit nicht, ein Tröpfchenbildner, ja. Ne? Der macht ja nur kleine Tropfen. Und klar, wenn du dein Mischrohr gut ausgelegt hast, was die Luftkorrekturdüse angeht, dieses Emulgieren, also dass du schon viel Luft mit Kraftstoff vermischt, aber trotzdem treten da eben relativ große Kraftstofftröpfchen aus. Und wenn du jetzt wir fahren zum Beispiel mit 6 bar Kraftstoffdruck, das heißt, wir haben natürlich die Einspritzdüsen, die da verbaut sind. Also wir können im Prinzip etwas kleinere Düsen fahren, als eigentlich vielleicht vorgesehen sind, weil wir aber den höheren Kraftstoffdruck fahren. Das haben wir halt vor, deswegen haben wir ja auch diese Düsenmessmaschine. Wir haben das genau ausprobiert, wann zerstäubt die Düse am besten. Und wenn du dann die Abstimmung fährst, hast du natürlich auch bei niedrigen Drehzahlen, wo du keine hohen Fließgeschwindigkeiten hast, hast du natürlich trotzdem eine viel bessere Zuweisung und Zerstäubung. Ne? Das heißt, bei diesem ganzen Projekt, um es auf den Punkt zu bringen, ging es in erster Linie wirklich um Effizienz. Ja. Wenig Verbrauch bei coolem Fahrverhalten. Ja. Was da immer mit reinspielt, was ja für jeden Oldtimer-Besitzer das Entscheidende ist, Zuverlässigkeit. Mhm. Du machst den morgens an und es muss ansprengen, ohne irgendwelches großes Theater. Wobei, es gibt, glaube ich, auch viele Oldtimer-Besitzer, die es gerade geil finden, wenn sie eine Geschichte erzählen können, dass das Ding eben nicht anspringt. Ich glaube, so wie am Ende zittert natürlich schon jeder im Auto, springt er jetzt an oder nicht. Aber ich glaube schon, dass so ein bisschen dazu zählt, Garagentor aufmachen, die erste Frage ist, Batterie voll oder leer? So, ne, springt der an und so weiter. Ich glaube schon, dass das irgendwo nur der Reiz in einem Auto ist. Wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, oder wir haben ja viele Sammler, und dann ist das schon anders. Also du siehst ja die Reaktion, vor allem wenn du es dann einmal kennengelernt hast. Wir haben ja zum Glück viele Auftraggeber, die 1, 2, 3 mehr Autos haben. Und wenn wir einmal ein Fahrzeug vernünftig ans Laufen gebracht haben, dann kommt sofort das nächste, das nächste. Und dann gibt es natürlich auch den Hardcore-Fall, dass das Auto auf dem Treffen vor den Jungs nicht anspringt. So, das ist dann halt der Punkt, der am unangenehmsten ist. Ja. Aber Jaguar E-Type hat Doppelweber-Vergaser, dreifach, original? Nein. Also das sind ja diese
im historischen Bereich akzeptierten Umbauten. Mhm. Die gab es original mit 2-SU-Vergaser und 3-SU-Vergaser. Das ist eigentlich so die Originalbestückung. Aber das ist damals schon umgebaut worden, dass die Weber-Vergaser dran kamen. Das war dann eigentlich die leistungsgesteigerte Variante. Hat aber auch zur Folge gehabt, weil im Original ist das Saugrohr mit Weber-Vergaser extrem kurz. Mhm. Und deswegen haben wir bei dem Auto zum Beispiel auch Karosserieänderungen mit vorgenommen, damit wir diese hohen Luftfilter fahren können, damit wir einmal eine vernünftige Filterfläche haben und damit wir hier auch nochmal eine Saugrohrverlängerung durch einen vernünftigen Einlauftrichter haben. Also um die gesamte Saugrohrlänge nochmal anzupassen, weil das natürlich sofort den Drehmomentverlauf wieder verbessert. Das heißt, diese ganze Brücke, das ist alles für euch? Nein, das ist so, wie es auch draufsteht, das kann man so... Okay, das gibt's für den Motor zu kaufen. Das gibt es für den Motor zu kaufen. Das sieht aber genauso aus, diese Thermostatgehäuseposition. Das ist das gleiche wie beim Originalsaugrohr. Weil schon krass wasserdurchströmten Kopf so, oder? So, mit dieser Rail darüber. Die nehmen praktisch über die Längsseite das Wasser aus dem Kopf raus. Was hat so ein Motor serienmäßig gehabt im Jaguar? Ja, die 4,2 Liter, also die sind angegeben mit etwas über 200 PS, das haben sie wohl alle nicht gehabt. Ja. Und dann kommt ja die Riesenrange von, je nachdem, was umgebaut ist, was für eine Grundverdichtung, das ist ja hier genau das Gleiche. Das geht auch wieder von bis, da gibt es die... Aber ich bin ja in dem Thema wirklich gar nicht drin. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Straße einen Jaguar E-Type sehe, kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass er nicht original ist, dass er schon motormäßig irgendwas... Also ich habe so richtig originale, ne, dieser Matching-Name gibt es da wirklich, glaube ich, sehr, sehr wenige. Sondern da ist ganz oft über die Jahrzehnte, gerade wenn sie ja technisch auch anfällig sind, dann ist ja permanent irgendwas in Reparatur. Und vor 30 Jahren, da hat ja keiner drüber gesprochen, was es für einen Wert erhält, sondern da war es einfach... Fahren, ballern. So, ZIM-Verteiler fliegt dann dementsprechend raus und man hat komplett einmal von euch diesen ganzen Umbausatz auf Ruhenbezündung etc. Ja. Und dann voll sequenziell alle 6 Zylinder, alle einzeln, fertig. Genau. Deswegen haben die 6 einzelnen Zündspulen und dann gucken wir natürlich bei so einem Umbau, das passiert ja unter H-Kennzeichen, wenn man jetzt im eingebauten Zustand die Motorhaube aufmacht, dann durch das Zündkabelgeschirr auch von der Seite, dann ist das Aussehen von dem gesamten Motor, man kann das nicht erkennen, dass der im Prinzip 40 Jahre Verjüngung erfahren hat durch diese moderne Technik. Ist das TÜV-fähig? Also mit H-Kennzeichen fähig? Ja, H-Kennzeichen. Unter dem Aspekt, weil weniger Verbrauch ist toll, ist sicher, ist naja, cool. Das ist ja die Abwägung, das Thema, was wir ja auch schon mal mit diesem Porsche-Umbau hatten. Was zählt mehr? CO2-Ausstoß oder Originalität? Und jetzt haben wir hier noch den Vorteil, sieht von außen original aus. Mhm. Und hat aber den riesengroßen Vorteil, und wenn man, wie gesagt, hier in dem Fall den Kraftstoffverbrauch wirklich halbiert, ist das natürlich, also der Umweltgedanke, aber natürlich auch was Standfestigkeit angeht, das ist natürlich das alles, was da reinzählt. Und wir machen es ja auch so, dass bei solchen Abnahmen die Ingenieure sich das vorher hier auf dem Prüfstand auch mit angucken. Dann haben wir ja keine nennenswerte Mehrleistung, weil darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach darum, diese Betriebssicherheit und die Effizienz darzustellen. Ja. Das Einzige, was eigentlich fast nur noch fehlt, ist ein elektrischer Steller dran, dass du ja noch umbaust auf E-Gas, dass es gar kein Gaszug mehr gibt. Ne? Dann wäre es ja wirklich, dann wäre es voll modern. Also für uns wäre das ja einfach, weil das kann die Steuerung natürlich. Aber das macht man in so einem Fahrzeug nicht. Ich finde auch beim Oldtimer merkt man immer, gefühlt ist auch die Übersetzung anders beim Gasgeben. Ja. So, ne? Also man merkt ja auch noch so richtig, wie da halt richtig mechanisch was hinter ist. Ne? Ja. Okay, das heißt, sonst war aber am Motor jetzt nichts von euch gemacht. Nicht jetzt auch irgendwie Nockenwellen, Kolben und so weiter. Nee, im Gegenteil. Gar nicht, alle Serie. Wir haben bei dem ersten Umbau waren ganz leicht geänderte Nockenwellen. Und wir hatten das Problem, was jetzt witzig klingt, wir hatten zu viel Leistung. So, deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen das nicht, das ist überhaupt nicht gefordert. Und hier sind wirklich Original-Nockenwellen drin in dieser Konstellation. Das, was hier nur geändert worden ist, das ist natürlich vernünftiges Laufzeug, also moderne Kolben von einer Kolbenringbestückung. Und dass wir halt von der Grundverdichtung etwas höher sind. Und das führt ja dann zu dieser Effizienz und dass du eben diesen Drehmomentverlauf hast. Und wenn du aus 4,2 Liter 420 Newtonmeter generierst, in einem historischen Motor, ist das schon sehr, sehr gut. Und da ist auch mehr oder weniger Ende der Fahnenstange, weil man muss dann aufpassen, weil die Zylinderkopfabdichtung, also die Anzugsdrehmomente, die man in dem originalen Jaguar-Motor, das ist begrenzt. Das heißt, die Zylinderdrücke dürfen nicht zu hoch werden. Was hat der jetzt an Leistung? Der wird so knappe 240, 245 PS kann der. Also kann man schon eigentlich sagen, schon 50 PS mehr als Serie. Schon so. Ja, im schlimmsten Fall, aber hier ist es jetzt wieder so,
wir reduzieren das Ganze dann so ein bisschen. Das kommt wieder mit dem, wir stimmen ja hier im ersten Step auch mit 102 Oktan ab, einfach aus Sicherheitsgründen. Und dann zum Schluss reduzieren wir und fahren dann zum Schluss mit 95 Oktan, um sicherzustellen, dass er mit 95 Oktan sauber läuft. Und TÜV-fähig wäre es theoretisch auch nur mit der Serienleistung oder könnte man da tatsächlich auf Fahrkennzeichen auch eine Leistungssteigerung einbringen? Ja, das geht da auch, weil diese vermeintlichen, da gibt es ja immer, wir schwanken immer so die Zahlen, aber bis zu 30% im historischen Bereich wird ja akzeptiert und wir sind auf jeden Fall in der Range. Und wie gesagt, darum geht es auch nicht. Keiner unserer Kunden, für die wir so etwas machen, steht die Leistung im Vordergrund. Jetzt sagst du von 102 auf 95 Oktan. Wäre es theoretisch möglich, den sogar mit einer Klopferkennung zu fahren, ja. Was er niemals hatte? Ja, klar. Würde gehen, aber braucht man nicht, weil es eh so safe abstimmt, dass... Ich wollte gerade sagen, das ist wieder Aufwand und Nutzen, weil wenn du wirklich eine adaptive Klopfregelung abstimmst, ist das ein sehr großer technischer Aufwand. Wir können das, aber das Ergebnis, also das heißt die theoretischen 2 oder 5 kW in der Spitzenleistung, die wir dann an dem Maximum erreichen können, ist ja überhaupt nicht gefordert. Mhm. Wir reduzieren das ja vorher sogar bewusst. Und dass er einfach erst gar nicht dahin kommt. Und zur Not gibt es ja auch erstmal das Kupferröhrchen hier. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja für uns so der erste Hinweis. Und das ist ja auch nicht nur die Klopferkennung, sondern du hast das ja jetzt schon mal gehört. Du hörst einfach, ist mechanisch alles in Ordnung. Und du würdest auch ein zu groß werdendes Ventilspiel sofort hören. Mhm. Wofür jetzt genau ein Krümmer gebaut? Auch für Effizienz oder weil sonst nicht passt ins Auto rein? Beides. Wir hätten ihn sowieso gebaut, weil wenn du dir das mal anguckst, die Einzelrohre sind auf 30 mm gleich lang. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, weil du bist ja auf der Saugseite absolut symmetrisch. Und ganz oft wird ja in vielen Abgasanlagen der Fehler gemacht, dass die Einzelrohre unterschiedlich lang sind. Das führt aber sofort dazu, dass du unterschiedliche Restgasanteile hast. Und das heißt, ist natürlich deine nächste Füllung unterschiedlich. Und dann brauchst du unterschiedliche Zündzeitpunkte. Schönes Beispiel ist ja zum Beispiel die VR-Motoren, so ein K32 oder wie sie alle heißen. Da hast du ja unterschiedlich lange Kanäle und zum Teil unterschiedliche Brennräume. Und damit hast du große Zündunterschiede zwischen den einzelnen Zylindern. Und das ist das, was wir natürlich nicht wollen. Und deswegen bauen wir sehr aufwendig die Krümmer und vor allen Dingen dann auch die Hosenrohrgestaltung. Und wenn du schon siehst, der ist extra nach hinten angeordnet, damit wir dann diesen Längenunterschied in dem Rohr wieder noch ausgleichen, dass zur Zusammenführung die Rohrlängen vom Ventil ausgleich sind. Und auch das auch wieder mit TÜV, theoretisch. Ja klar, alles ganz am Auto angepasst. Und das wird komplett im Fahrzeug rein. Extra so leise, ruhig, weil das ist ja auch ein Cabrio, dass du dann eben nicht einen Knallschaden kriegst von deinem eigenen Geräusch, ne? Wenn du damit stundenlang unterwegs bist. Bevor wir jetzt gleich loslegen, noch mal kurz ein paar Sätze zum Prüfstand. Stationärer Prüfstand heißt, Motor ist bis auf Getriebe 1:1 hier verbaut, wie es später im Auto sitzen würde. Ja, mit dem originalen Schwungrad, ne, gerade wegen dem Gebrauch, das ist eigentlich immer der Ansatz, und die originale Kupplung. Und wir haben dann im Prinzip solche Steckwellen, wo wir dann die originale Kupplungsverzahnung drauf haben. Und auf der anderen Seite haben wir der Eingang von unserer kleinen Steckwelle hat dann unsere Verzahnung von der Getriebeeingangswelle, weil wir ja mit diesem kleinen Zwischengetriebe immer den Motor von der Bremse trennen können für die erste Inbetriebnahme, hinterher für Leerlauf vernünftig einstellen, damit wir eben die Bremse stellt hier einen kleinen Widerstand dar, aber dass wir dann bei solchen Motoren auch hier Leerlaufdrehzahl alles passend einstellen können, weil wir ja oft die Motoren auch direkt an die Kunden ausliefern, wenn die selber montieren, und dann muss ja Leerlaufdrehzahl auch alles passen. Mhm. Und dann einmal alles an Sensorik, was man hier so anstöpseln kann. Das ist ja wieder der Klassiker Abgastemperatur, weil das ja eine sehr kostengünstige, aber sehr aussagekräftige Messtechnik ist. Mhm. Weil man sofort sieht, läuft der Zylinder mit und machen alle das Gleiche. Also da geht es wahrscheinlich primär wirklich nur darum, zu vergleichen von ersten bis zum letzten, dass die alle das Gleiche machen. Erstmal das, aber das werden wir gleich sehen. Wenn wir die Zündkurve rausfahren im Teillastbereich, dann ist die Abgastemperatur ein ganz wichtiges Indiz dafür, wann bist du mit dem Wirkungsgrad wieder im Motor angekommen, weil wenn du mit der Zündung früher gehen kannst, ohne dass der Motor zum Klopfen neigt, siehst du, wie die Abgastemperatur zurückgeht und das Drehmoment ansteigt. Ach was, okay. Also eigentlich so eine Entlastung für den ganzen Motor. Ja, na klar. Wenn der jetzt im Jaguar eingebaut ist, sind die Sensoren Abgastemperatur auch nicht mehr dran? Nein, gar nicht komplett. Schwäbchen rein. Dann fertig. Landersonde bleibt logischerweise? Eine. Eine zur Regelung? Das ist eine für das Steuergerät und die eine ist für uns für die Referenz. Mhm. Ja, und sonst, das hatten wir ja schon alles genau so, wie ihr es haben wollt. Vorgeheizt, Race ready, anmachen, los geht's. Ja, weil das ist ja jetzt praktisch auch ein nagelneu aufgebauter Motor. Und wir haben ja jetzt gerade hier noch das Ölstehen von dem ersten Ölwechsel.
Das heißt, wir machen ja bei der Inbetriebnahme, kommt zu Anfang ein vermeintlich normales Öl. Das ist dann die erste halbe Stunde in dem Motor. Nach dieser ersten halben Stunde wird ein Ölwechsel gemacht, der Motor über Nacht abgekühlt. Und bei diesen Motoren ist es zum Beispiel so, dass die Zylinderkopfmuttern zwei bis dreimal nachgezogen werden müssen. Echt? Also, ja. Und also die setzen sich sehr langsam, weil die Anzugskräfte auch nicht besonders hoch sind. Und deswegen muss man dieses Prozedere zu Anfang immer nach wenigen Betriebsminuten mehr oder weniger oder wenigen Stunden wiederholen. Und irgendwann hat man dann den Effekt, dass man sie nicht mehr nachziehen kann und dann hat sich die Kopfdichtung vernünftig gesetzt. Und dieses Prozedere zu Anfang und den Motor nicht zu überbelasten, führt dann dazu, dass ich hinterher über einen langen Zeitraum auch Spaß an dem Motor habe. Und das ist natürlich, was wir jetzt hier auf dem Stationärprüfstand alles viel, viel besser und einfacher machen können, als wenn er auf dem Rollenprüfstand wäre. Und was wir auch gleich sehen werden, die Abstimmbarkeit auf dem Stationärprüfstand ist natürlich eine ganz andere, weil ich viel präziser jeden Betriebspunkt fahren kann. Das hier ist Öltemperatur? Ja. Das ist ja, wenn wir jetzt nicht so einen richtigen Zugang haben, dann gehen wir einfach da über den Ölmessstab und die Thermoelemente gibt es ja auch in lang und in 3 mm und dann hast du praktisch wie ein Stäbchen, was du in die passende Tiefe steckst und fertig. Okay, let's go, würde ich sagen. Also beim Anspringen gerade war witzig, er macht tatsächlich so dieses, dass er sich von unten hochkämpft, ne? Was er so ein Vergasermotor sonst niemals macht. Und der war ja wirklich so, dass der es schafft, sich auf den Leerlauf sogar einzuregeln. Ja, aber eine Regelung hat er noch gar nicht, sondern der läuft da schon so hoch. Also der hat gar keine Leerlaufsteller irgendwie ist dran. Ist gerade deaktiviert. Okay. Kommt hier auf die Steller, sondern wir machen jetzt die Grundbedatung. Mhm. Bis der Motor eingelaufen ist, bis das alles fertig ist, machen wir alles ohne Leerlaufregelung. Komplett ohne. Wenn er komplett eingelaufen ist, wenn das Grundkennfeld, wenn alles passt, dann aktivieren wir erst von Leerlaufregelung. Mhm. Das sitzt hier unten ja schon komplett. Aber hier oben die Anschlüsse sind im Moment verschlossen, weil du hast ja sonst zu Anfang das Problem, dass dann die Regelung gegen, also spielen dann zwei Systeme gegeneinander. Das ist ja auch, wenn er die Bremse mitzieht. Jetzt hörst du nur den Motor. Ja. Dieses, ne, wenn die Kupplung hinten, wenn das Getriebe hinten mit dran ist, dann hast du immer dieses sogenannte Wechselmoment. Und das hörst du bei den niedrigen Drehzahlen, ist das dieses Klappergeräusch in der Torsionsdämpfung. Das heißt, jetzt gerade läuft wirklich nur Motor mit Schwungrad ohne die Welle. Steht. Ja. Deswegen, dass du immer den Motor im Leerlauf laufen lassen kannst. Doch wie so ein Vergasermotor, ne? Also akustisch. Das Geräusch ist das gleiche. Ja, akustisch, so dieses Ansauggeräusch, dieses Röchelnde, das macht er genauso. Das macht er genauso, weil es ja doch die gleiche Luft, das ist alles gleich. Du hast ja hier hinten auch die Luftrichter drin und dann hast du den Luftfilter drumherum. Deswegen hast du dann auch das gleiche Ansauggeräusch. Okay. Das ist jetzt alles der eigentliche Prüfstand und das ist das eigentliche Motorsteuerung. Genau, das Laptop ist jetzt die Oberfläche Motec. Die neuen M1 Steuergeräte. Und da ist es ja auch so, dass das jetzt nicht mehr Alpha N in dem Sinne ist, sondern auch für Füllungserfassung. Mhm. So Olaf, erklär doch mal einmal kurz, was genau wir jetzt hier eigentlich machen. Der Motor läuft jetzt gegen die Bremse im Leerlauf und damit ist im Moment, was man sieht, kein Drehmoment, keine abgegebene Leistung. Hier sieht man die Leerlaufdrehzahl. Hier oben sehen wir jetzt die Abgastemperaturen resultierend. Die 6, einmal dann auch unser Kühlwassereintritt, Austritt. Blow-by, Öldruck und also im Prinzip alles das, was für uns im ersten Step wichtig und relevant ist. Und wir haben natürlich auch, was die ganze Prüfstandstechnik angeht, hinter dir, das ist im Prinzip die Zentrale. Und dieses Automatisierungs- und Messdatenerfassungssystem überwacht jetzt alle Pumpen, alle Kühlkreisläufe, alles, was für den Motor angeschlossen ist, auch das, was wir jetzt gar nicht auf dem Bildschirm sehen, wird permanent überwacht und das Ganze ist mit Schwellwerten versehen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel unseren Kühlkreisläufen eine Pumpe ausfallen würde, dann würde das sofort zu einer Zwangsabschaltung im Millisekundenbereich führen, dass sofort der ganze Prüfstand abgeschaltet wird. Und genauso ist das auch, dass die Abgastemperaturen hier zum Beispiel, wo der kleine rote Pfeil ist, die sind im Moment mit für einen normalen Saugmotor bei 900 Grad. Das heißt, wenn wir jetzt hier konzentriert
irgendwas am Stellen sind und zum Beispiel auf irgendeinem Zylinder würde irgendwas Komisches passieren, wie zum Beispiel ein Außenventil nicht mehr dicht, weil das Ventilspiel weg ist oder irgend sowas, dann würde automatisch der Motor abgeschaltet werden, damit eben der Prüfling, wie es so schön heißt, das ist eben das Allerwichtigste, dem Prüfling darf nichts passieren, ne? Die Motorüberwachung praktisch. Ich sehe jetzt hier Wassertemperatur Eintritt, Austritt, ja. Eigentlich fast das Gleiche. Weil keine Leistung, das heißt, der Motor bringt ja im Moment keine Wärme ins System, weil er nur im Leerlauf duckert, also wälzt er mehr oder weniger noch um und dann passiert ja nicht viel. Das wird nachher ein bisschen anders sein, wenn er jetzt unterlastet. Okay, da ist das System auch so schlau, dass es dann in dem Moment auch gar nicht das Wasser weiter kühlt. Also man könnte jetzt ja trotzdem das Wasser kühlen und wieder mit 60 Grad reinlaufen lassen. Das wäre aber nicht der Zustand, wie es später im Auto ist. Das geht ja nicht. Wir haben ja eine Vorgabetemperatur, zum Beispiel von 80 Grad, wo sich das Ganze jetzt so immer hin. Achso, okay, die Temperatur ist vorgegeben, okay. Ja, genau. Okay. Und deswegen hast du jetzt erst, wenn wir jetzt Wärme ins System bringen, dann wird erst die Kühlung gegengefahren und dann fängst du erst an. Dann ist ja dieses Delta T zwischen Ein- und Austritt. Ja. Das ändert sich ja permanent, okay, wie du die Leistung eingibst. Das wäre genau meine Frage gewesen. Das heißt, ihr könnt sagen, er soll 80 Grad haben und hat dann einfach 80 Grad im Feld. Das heißt, du könntest jetzt auch einen Versuch machen, als Beispiel, wir gucken, wie er klopft bei 100 Grad. Ja, klar. Und sowas wird auch alles gemacht? Das sind auch so Punkte, wie man mal rausfährt, oder? Ja, das machst du bei den Motoren, wo du einfach weißt, das ist kritisch, da gibt es Schwierigkeiten mit. Bloß wir gucken ja immer im Vorfeld, dass wir die Motoren unter den Bedingungen abstimmen, die dann hinterher auch im Fahrzeug herrschen. Und da wir das Kühlsystem von dem Motor auch selber im Auto bauen, wissen wir, mit welchem Thermostat wir unterwegs sind. Wir wissen, welche Wassertemperatur und welche Öltemperaturen hinterher entstehen und so stimmen wir auch ab. Öltemperatur ist theoretisch genau das Gleiche. Das wird auch genauso temperiert, dass es so ist, wie man es haben will. Also in dem Fall wird es nicht temperiert, weil der hat so eine große Ölwanne und so viel Ölvolumen, dass für unsere Abstimmarbeiten das Öl konstant, gerade wenn du die Wassertemperatur auch konstant hast, dass die Öltemperatur bei dem Motor jetzt hier zum Beispiel kein Problem ist. Aber sonst haben wir die Porsche-Motoren, die meisten, die fahren wir mit einem zusätzlichen Wärmetauscher und dann konditionieren wir genau. Wenn ihr jetzt einen 1000 kW Motor hier drauf habt, 1000 kW konnte der Prüfer, ne? Nee, das ist der andere. Der kann hier 600. Dann geht das auch noch mit der Wassertemperatur? Da kann ich dann auch sagen, 80 Grad fällt. Schon große Kühler dann, wie das Wasser da wegnehmen. Ja, da habe ich es ja so gemacht, das sind ja die Rückkühler, die draußen auf dem Dach sind. Und dann haben wir eine Notkühlung, das ist dann nochmal so ein großer Wärmetauscher, da geht dann aber Frischwasser durch. Weil wie oft hast du das im Jahr, dass du einen Motor hast, der das kann und dass du bei hohen Außentemperaturen so viel Leistung bremsen musst. Und wenn wir das machen müssten, dann würden wir für diesen Moment mit Frischwasser gegenkühlen und dann hast du... Ja, schönes Spielzeug hier auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu dem gefrästen Klötzchen. Hier ist es so, das Kabel ist deswegen so dick, weil hier gehen auch 18 Leitungen rein, weil jedes einzelne Poti geht auch direkt aufs Automatisierungssystem. Das heißt, wenn hier die Windows-Oberfläche ausfallen würde, dann können wir immer noch den Motor bedienen, was wir ja nicht könnten, wenn es im Normalfall über so eine Oberfläche gehen würde. Deswegen sind wir, das war auch ein Kampf zu Anfang, aber hat sich dann bestätigt, dass wir mit unserer Poti-Abteilung, gerade für solche Motoren, weil in der Industrie wird das natürlich mit einer Maus gemacht. Und da kannst du dir in der Software einstellen, dass dein Inkrement so und so groß sein soll, wenn du das jetzt verstellst. So, jetzt kann ich aber hier die Drehzahl und die Drosselklappenstellung gleichzeitig verstellen. Das heißt, ich müsste zwei Mäuse gleichzeitig verstellen. Wenn ich dann schnell auf Null will, dann wird das mit einer Maus schwierig. Und mir ging es immer darum, dass wenn irgendetwas nicht richtig ist oder wenn ich das Gefühl habe, ich will noch mal irgendwas gucken, dann darf das nur eine halbe Sekunde dauern, dann muss alles Null sein. Und immer. Das ist das Thema. Das heißt einmal Drehzahl? Drosselklappenstellung. Und das ist Drehzahl. Drehzahl, okay. Das heißt, wenn man jetzt die Drehzahl hochstellt, ist es so, dass er da erstmal ohne Last dran fährt. Und in dem Moment, wenn du die Drosselklappe aufdrehst, stellt er automatisch dann eine Last dazu, damit die Drehzahl konstant bleibt. Nein, wie muss ich mir das vorstellen? Es ist ja andersrum. Wenn du gibst eine Drehzahl vor. Wir können das ja einmal angucken. Wir haben jetzt hier vorgegeben 1998,9, also die 2000. Ja. Das haben wir jetzt hier vorgegeben. Der Motor läuft jetzt im Leerlauf und ich gebe jetzt einfach Gas. So, jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Jetzt dreht der Motor hoch, bis er bei 2000 angekommen ist. Ah, okay, das heißt, die Bremse definiert man vorher. Genau, die Bremse hält jetzt 2000 fest. Und guck mal, dann kann ich einfach einzeln, wir haben jetzt 69 Newtonmeter, und ich kann jetzt einfach mehr Gas geben. Das sieht man hier an diesem Wert. Das ist die große Klappenstellung. Und dann geht das Drehmoment hoch, die Bremse hält aber die 2000 Umdrehung fest. Und so fahre ich, wenn du jetzt mal auf die Motorsteuerung guckst, das graue Feld, so fahre ich in dem Kennfeld
rauf und runter mit der Last und fahre durch die einzelnen Betriebspunkte im Kennfeld. Und das ist ja die Arbeit auf einem Stationärprüfstand, dass man so präzise, du siehst, auf 1, 2 Umdrehungen wird die Drehzahl konstant gehalten. Also wir haben das auf dem Prüfstand immer früher so gemacht, wir sind auch eine Drehzahl gefahren, haben diese Drehzahl im Kennfeld quasi abgeglichen, aber du kannst natürlich niemals mit dem Fuß bei gleicher Drehzahl jetzt dann auch noch verschiedene Unterdrücke anfahren, also weil es ja auch gar nicht geht, also du müsstest ja in dem Moment auch die Bremse halt stärker und weicher machen. Es ist ja eher immer so, dass man nur um die Drehzahl zu halten mit dem Fuß schon so ein bisschen pumpt. Ja, aber das was du da jetzt gerade beschreibst, ist ja dieses Pumpen, das ist letztendlich der Rollenleistungsprüfstand. Du sprichst ja vom Rollenleistungsprüfstand. Genau. Und da hast du ja, das ist ja wie eine gespannte Feder. Da sind ja so viele Elemente hintereinander. Und daher kommt es, dass das Ganze immer dieses Schwingen. Das ist ja dann die Regelung, die Drehzahlkonstanthaltung von einem Rollenprüfstand, wo dann aber ein Auto dagegen läuft, was eben auch dann nicht so ganz präzise rund läuft. Und das hast du ja nicht, weil du siehst ja, wie konstant so eine Drehzahl, so ein Betriebspunkt, also wenn der Motor das auch zulässt, das hast du ja natürlich auch zum Teil Motoren, die sind dann so unruhig in bestimmten Betriebszuständen, dass du theoretisch so ein Aufschwingen hättest, aber da muss man sagen, die Ingenieure auch von der Firma Katzer, der gute Mann, der uns das hier mit eingerichtet hat, das hat natürlich auch, ich würde sagen, ein paar Tage, aber einige Stunden gekostet, bis diese Bremse die Regelparameter so hatte, dass du auch, wenn wir zum Beispiel mit unserem V8, wenn du auf einmal mit 600 Newtonmeter kommst gegen eine Drehzahl, dann hast du einen Überschwinger von wenigen Umdrehungen und dann hat er das eingefangen. Und das ist der Punkt. Jetzt sehen wir auch tatsächlich hier die 80 Grad, die wir haben wollen, dass er jetzt kühl eintritt mit 76 reingeht. Genau. Weil er jetzt gerade ein bisschen kälteres Wasser braucht, damit er dann mit 80 wieder rauskommt. Ganz genau. Wie ist das in einem Auto? Also, da habe ich wirklich keine Ahnung von, was schafft so ein Wasserkühler? Und wie viel Grad geht das Wasser da in so einen Motor rein? Das ist ja genau das Gleiche, du hast einen Thermostat. Und das ist natürlich eine Regelung, die ein bisschen langsamer unterwegs ist. Deswegen werden ja die Wassertemperaturanzeigen, die du im Auto siehst, die haben ja dann zwischen 90 und 110 Grad, stehen die so schön in der Mitte. In Wirklichkeit geht das auch die ganze Zeit hin und her. Aber angenommen, ich hätte jetzt keinen Thermostat und gar nichts, ist es jetzt nicht so, dass beim Auto das Wasser mit 90 Grad in den Kühler geht und mit 60 unten rauskommt. Das ist immer davon abhängig, wie viel dieses Delta T vermeintlich, denn dieser Temperaturunterschied ist ja davon abhängig, wie viel Leistung der Motor gerade leistet. So, und umso mehr Leistung du abforderst, umso mehr Wärme kommt auch über den Kühlkreislauf. Und das ist das, was dein System ja dann können muss. So, und wenn du keinen Thermostat dazwischen hast, dann bist du die meiste Zeit, wenn im glücklichen Fall ist es zu kalt. Und wenn du dann richtig Leistung abforderst, dann müsste es am besten passen. Das Ding ist gerade theoretisch aktiv, also der ist tatsächlich so leise, dass man nur so ganz leicht das hört. Ja, genau. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Ventil spielt oder er würde klopfen, dann würde sich auch wirklich irgendwie irgendwas mechanisch andeuten, dann wäre dieses Grundgeräusch, was du jetzt hörst, das würdest du sofort ganz klar hören. Kannst du mal einen kleinen Schraubenzieher nehmen und klopfst mal ein bisschen hier drin gegen das Ohr? Ah, ja. Und so hört man echt den Klopfen. Können wir das gleich so ein bisschen mal simulieren? Nee. Also das mit der Zylinderkopfdichtung, mit dem Nachziehen, mit dem Einfahren. Das ist selbst auf dem stationären Prüfstand schon noch so feinfühlig und gefährlich, an diese Klopfen ranzufahren. Ich hätte jetzt gedacht, dass das so ein normaler Abstimmprozess ist, so ungefähr, dass man da eh mal... Nein. Lieber nicht. Wir versuchen das natürlich tunlichst zu vermeiden, das darf nicht passieren. Und wir können das ja ein bisschen im Zimkenfeld, weil wir fahren jetzt mal auf 2500. So, wir haben jetzt einen Betriebspunkt. Wir fahren jetzt gerade 84 Newton, also 30 PS, also das ist wahrscheinlich 120 in etwa. 100, 120 über die Autobahn. Wie viel Gaspedalstellung ist das ungefähr gerade? Na, das ist 24. 25. Also das ist gerade mal so Fuß drauflegen, ne? Ja, gerade mal Fuß drauflegen. Ein bisschen die Klappe auf. Mehr ist das ja nicht. Aber genau das ist das Entscheidende. Wir fahren jetzt schon optimiert 37 Grad. Geh mal bitte nach oben auf 100%. So, unter Volllast fahren wir jetzt 19 Grad. Wahrscheinlich sind es hinterher wahrscheinlich 16 oder 17, aber egal, jetzt mal 19 Grad. Wenn du jetzt eine normale Zündkurve hast oder einen normalen Zündverteiler, dann würdest du ja deine Verstellkurve so hinbauen, dass du bei 2500 diese 19 Grad hast unter Volllast und über die Drehzahl nimmt die Zündung etwas zu. Wenn du dann es richtig machst und hast eine Unterdruckdose, dann kannst du meistens nochmal 10 Grad über die Unterdruckdose nochmal Frühzündung machen. Jetzt,
jetzt gehen wir da unten in den Betriebspunkt, wo jetzt die 37 waren, 19, machen wir 29. Aber jetzt müssen wir einmal, glaube ich, kurz den Leuten erklären. Bei einem normalen Zündverteiler haben wir quasi einen festen Zündzeitpunkt über das ganze Drehzahlband. Kann man das so sagen? Nee, du hast Fliehgewichte bei den historischen Autos. Mhm. Und dann wird ja über Fliehgewichte so eine Grundplatte verdreht, wo dann noch ein Unterbrecherkontakt drauf ist im besten Falle. Und dadurch wird die Zündung über steigende Drehzahl früh verstellt. Weil das ist ja, das brauchst du immer. Mhm. Das ist ja im Prinzip der historische Bereich. Und dann hast du noch eine Unterdruckdose. Steigende Drehzahl Richtung früh, einfach weil der Zeit pro Takt, die Zeit wird kürzer und deswegen muss man früher zünden. Du hast weniger Zeit für die vollständige Verbrennung, mhm, weil wenn deine Drehzahl steigt, dann hast du ja mehr Verbrennung in gleicher Zeitabfolge. Und deswegen musst du das Ganze früher anzünden, damit es dann auch zum richtigen Zeitpunkt durchgebrannt ist. Kriegt man hier irgendwann, kann man das irgendwann ausblenden? Weil ich werde schon die ganze Zeit immer so leicht nervös, wenn man im Hintergrund die ganze Zeit so einfach diesen Motor laufen lässt. So mit 200 oder so. Irgendwann ist ganz egal, ist scheißegal. Ne? So. Das ist total super, der läuft da ganz sauber. Ja. Wenn du auf deinem gestellten Motor hast, der ohne Last läuft, da musst du dir Sorgen machen. Ja. Das ist aber hier gegen Last, was er jetzt macht. Weil wenn du auf der Autobahn 120 nach Spanien fährst, war ich mit rein fest. Okay, war dabei, dann kam als nächster Step Unterdruckdose an den Zündverteiler, um die über Unterdruck das Ganze zu verstellen, dass man halt die Lastzustände simulieren kann. Genau, weil wenn du dann die Drosselklappe weiter zumachst, steigt dann dein Saugrohrunterdruck wieder an. Mhm. Und der wiederum stellt dann die Zündung früher. Mhm. Und das heißt, der simuliert der eigentlichen Zündung, Volllast, Teillast und die Bereiche dazwischen. Ja. Und ihr könnt jetzt logischerweise über das Steuergerät komplett einfach alles reinschreiben und machen und verstellen, wie ihr wollt. Genau, und das, was wir jetzt eigentlich damit sagen wollten, ist, wenn du jetzt mal bestätigst an dem Punkt, wir sind jetzt bei 85, so, jetzt bist du mit 29 bei 75 und Abgastemperatur fängt an zu steigen. Geh mal bitte auf 19 Grad. Ganz viele fahren ja mit der Volllastkurve. So, und jetzt hast du, ne, du hast jetzt 56 Newtonmeter. Du siehst, wie hier bei jedem Schritt das Drehmoment weggefallen ist und du siehst jetzt, wir sind jetzt bei 850 Grad. So, und wenn wir jetzt, du hast es schon eingegeben, wenn wir jetzt auf die optimierten 37 Grad gehen, wo wir wissen, an diesem Betriebspunkt 37 Grad, was du mechanisch nicht darstellen könntest. Und das ist natürlich der große Vorteil mit so einer modernen Technik, dass man so einen historischen Motor dann dazu bringt, in jedem Betriebspunkt optimal zu laufen. Das heißt, für den Zuschauer, normalerweise würde man so einen Motor übertrieben gesagt auf Volllast abstimmen. Das heißt 19 Grad in den Zündverteiler erstmal machen, unabhängig jetzt von der Verstellung. So, ne? Nur um erstmal leidenhaft zu erklären, würde dann diese 19 Grad über das ganze Kennfeld fahren, würde somit in dem Bereich auch 19 Grad fahren und hätte sofort weniger Leistung, mehr Temperatur. Ja, das ist ja andersrum. Du hast ja früher keine andere Möglichkeit. Ja, so meine ich das gerade. Genau, so meine ich das. So war das früher. So war es früher. So war es früher, okay. Und das ist der Vorteil, wenn du heute diese moderne Technik einsetzt. Hast du schon umgesetzt? Ja. Aber ne, man sieht, du müsstest es vielleicht nochmal andersrum machen. So, wenn wir jetzt auf 19 Grad. 19, zack, hast du den Abfall. Die Abgastemperatur geht 100 Grad hoch. Ja. Das meinte ich vorhin mit dem, weil früher haben wir auch mit der Abgastemperatur die Abstimmung gemacht. Und was halt auch schön zu sehen ist, dass gleich 10 Grad weniger sind. Ne? Eben. Das heißt, man muss das ein bisschen, glaube ich, in dem Moment anders erklären. Angenommen, ich brauche 30 PS, um mit meinem Auto gerade den Berg hochzufahren, müsste ich ja jetzt schon wieder mehr Gas geben, um überhaupt auf die 30 PS wieder zu kommen. Das ist es ja, aber wenn du jetzt die gleiche Trassenklappenstellung hast, da haben wir ja nichts dran geändert, wir haben ja nicht dran gedreht. Ja. Sondern nur durch die richtige Zündeinstellung, was du an Wirkungsgrad, weil jetzt machen wir bitte wieder rein, guck mal, was die Abgastemperatur macht, jetzt mit dem richtigen Zündzeitpunkt, zack, und das Drehmoment. Und kann man auch sehen, was in dem Moment die Einspritzzeit macht, bleibt die gleiche, also spritzen wir auch die gleiche Menge an Sprit rein oder braucht er in dem Moment dann auch mehr oder weniger? Also wir fahren ja jetzt mit der Lambda-Regelung. Und wenn die Lambda-Regelung aktiv ist, wird das ja im Hintergrund korrigiert. Ja. Aber es ist natürlich so, wenn du jetzt wieder den gleichen Lambda-Wert fährst, hast du aber das weniger Drehmoment. Die Abgastemperatur ist also schlechter. Das heißt, ein Teil der Verbrennung findet im Abgas statt. Das merkt ja die nicht. Das heißt, dein Wirkungsgrad ist ja schlechter. Okay. Du verbrauchst mit weniger Zündung mehr Kraftstoff. Ja, ja. Und der verbrennt aber zur falschen Zeit. Ja. Und woher weiß ich jetzt, dass ich am Ideal angekommen bin? Also, dass wir jetzt zum Beispiel nicht 45 reinschreiben, wenn es hier oben für 3 gibt. Ganz einfach, wenn du jetzt mal 40 reingibst, ne, du hast jetzt 87, 88, so jetzt kommst du noch 90,
Mach mal 42. Es passiert nichts mehr. Er nimmt dann nicht mehr zu. Deswegen gehen wir dann. Dann sind wir hier so. Jetzt hast du ungefähr 5, 6 Newtonmeter. Und das ist etwas, das war jetzt einmal gut zum Zeigen, aber wenn der Motor jetzt noch 4, 5 Stunden eingelaufen ist, dann fahren wir diese Punkte alle nochmal durch und machen diesen Sicherheitsabstand von 5, 6 Newtonmetern, weil wenn der nochmal 1000, 2000 Kilometer weiter eingelaufen ist, dann wird ja immer der Verdichtungsendpunkt, also die Abdichtung wird immer besser und du brauchst immer weniger Kühlzug. Das heißt, man kann sagen, solange auch noch mehr Leistung kommt, ist man erstmal noch in einem sicheren Bereich, beziehungsweise Drehmoment ist ja jetzt gleich und dann nimmt man wieder was zurück. Ja, das ist dann der Sicherheitsabstand, dass ich keine Klopfregelung brauche. Ja. Und weil es ein neuer Motor ist, ich habe ja noch eine Einlaufzeit und dann würde ich sowieso, das ist ja der Fehler, der oft gemacht wird, du fährst jetzt alles auf optimal, dann ist er in einem halben Jahr kaputt. Ja. Wie ist das bei einem hochmodernen Motor mit einem Direkteinspritzer, wo würde der jetzt fahren? Der würde jetzt dann wirklich bei 40 Grad fahren und genau bei 90 Newtonmeter und regelt sich das selber hin. Genau, der hat ja eine adaptive Klopfregelung auch und da ist es ja so, nach der Parametrierung im Hintergrund fährt er ja praktisch permanent immer an die vermeintlich an das Optimum. Das macht ja ein moderner Motor, du hast immer so ein Video auch gemacht mit den Kraftstoffsorgen. Mhm. Das ist ja im Prinzip genau das Thema. Und du würdest dann einfach sehen, was du in den Zeiten ja gesehen hast, aber wenn man das jetzt hier machen würde mit den Kraftstoffsorgen, siehst du sofort, wie es Drehmoment runtergeht, weil der Zündeingriff kommt und die Zündung zog und damit ist sofort Leistung drin. Letzte Frage, Lambda 092,93. Das ist so ein Wert, der effizienzmäßig am besten ist, der nicht zu viel, nicht zu wenig, oder warum steht er nicht Lambda 1 oder 087? Weil wir das genau rausfahren, wo läuft der Motor, mit welchem Lambda-Wert haben wir, also angestrebt natürlich in so einem Teillastbereich, so mager wie möglich, einfach wegen Kraftstoffersparnis. Aber jetzt dürfen wir nicht vergessen, das ist ein Motor aus einer Zeit, ne, halbkugelförmiger Brennraum. Lambda 1, wenn wir jetzt mal, wir gehen mal auf 2000 Umdrehung, dann müsste man das eigentlich ganz gut sehen. Was immer witzig zu sehen ist, dass er jetzt bei weniger Umdrehung mehr Newtonmeter hat, logischerweise, weil er die gleiche Leistung haben will. Wenn er so schön ist. Nö, das hat was mit der Drosselklappenstellung zu tun und das ist aber wenn wir jetzt, wir haben das extra so gemacht, wir messen das Drehmoment an einem Drehmoment-Messflansch. Das wird praktisch, der löst das auf die einzelne Verbrennung. Das hast du ja bei dem Sechszylinder, hast du pro Umdrehung praktisch den Stern, alle 120 Grad eine Verbrennung. Und das ergibt, das baut sich jetzt auf, du siehst dieses verrauschte Signal, das haben wir extra so gemacht, das könntest du ja jetzt mit einem Filter glatt bügeln, dann sieht das aus wie ein Strich. Sieht das aus wie die Zahl links da einfach. Ja genau, aber genauso ist das, da hast du einen Filter drauf. Aber daran kann man jetzt erkennen, wenn wir jetzt 90 Newtonmeter mit 0,94 und wenn du jetzt mal auf Lambda 1 gehst, das müsste man da eigentlich dann gut sehen können, dann siehst du erstmal, wie das Drehmoment runtergeht und jetzt siehst du schon, wie die ersten Spitzen entstehen. Siehst du das? Wie einfach wie ein bisschen unsauber ist. Ganz genau. Und wir machen einfach eins, wir könnten den mit Lambda 1 betreiben. Wir sehen dann aber, dass das Drehzahlsignal, und das hörst du auch richtig, das ist es auch im Drehmoment, dass das Drehmoment ungleichförmiger wird. Das heißt, diese sogenannten Zyklusschwankungen, der macht nicht mehr, obwohl der gleiche Betriebspunkt, der macht nicht mehr jede Verbrennung genau gleich. Und wir gucken, mit welchem Lambda-Wert haben wir den besten Kompromiss, wo er schon sauber läuft. Das heißt, es kann sein, dass am Ende mit 0,93 das Auto sogar effizienter läuft als mit Lambda 1. Ja, das ist so, nein, theoretisch würden wir sogar noch etwas mehr Kraftstoff sparen, aber du würdest die Hardware ganz anders belasten. Okay. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Okay, ja. Das heißt, das macht ihr jetzt für, übertrieben gesagt, alle 500 Umdrehungen und dann für verschiedene Lastzustände? Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel das Rausfahren im unteren Lastbereich und unter Volllast, da hast du dann die Klassiker, da müssen wir dann auch so zwischen 86 und 88 fahren, damit du einfach genug Innenkühlung hast und die Spitzen hast. Achso, ja, ich meine aber jetzt der eigentliche Abstimmzyklus ist schon alle 500 Umdrehungen und dann verschiedene Lastzustände bei der Drehzahl, oder? Ja, bloß wir haben 250 Umdrehungen, wir haben ja fast unendlich an Stückstellen und wir gucken halt einfach auch, wie reagiert der Motor. Du hast ja Motoren, die bei einer bestimmten Klappenstellung kaum Änderungen haben und
und dann hast du Motoren, die, wo du die ersten paar Grad aufmachst und hast massive Änderungen. Und dann teilen wir dementsprechend einmal die Drosselklappenstellung unterschiedlich auf oder in dem Fall von der Effizienz und in der Drehzahl genau das Gleiche. Kann man bei dem Prüfstand das Ganze nur so regeln oder habt ihr auch vorgefertigte, ich sag jetzt mal, Zyklen, die abfahren sollen? Ja. Ein bisschen Autobahn 80, 120, dann gibt er mal Vollgas, dann bremst er mal. Also wir können das mit dem Motor jetzt nicht vorführen, aber wir haben hier zum Beispiel, hier siehst du ja Gradient 500, wir könnten jetzt einen Zyklus durchfahren, wo vom Prüfstand gesteuert der Motor einen Gradienten fährt. Und wir können hier auch über das Automatisierungssystem eine komplette Tabelle im Prinzip in den Hintergrund laden und können 24 Stunden rennen, also eine Runde Nürburgring fahren. Nee, wir können eine Runde Wilzerwerk mit 500 PS. Mal gucken, wie lange der Motor das mitmacht. Wobei da halt dann wieder das Problem ist, dass euer Kühlkreislauf würde es halt schaffen, die Wassertemperatur im Griff zu halten. Ist ja die Frage, ob es mein Auto auch schafft, genauso ladeluftmäßig und so weiter. Ja. Okay. Das heißt, der Motor ist jetzt hier wirklich auch noch am Einfahren, weil der ist eigentlich noch gar nicht komplett, komplett ready. Der ist nagelneu, der hat jetzt das erste Mal ordentliches Öl bekommen und deswegen kriegt er jetzt auch nur die unteren Lasten und dann kriegt er morgen noch ein paar Betriebsstunden, dann kriegt er wieder den nächsten Durchlauf Zylinderkopf nachziehen und dann geht es erst mit gesteigerten Lasten und höheren Drehzahlen weiter. Typische Philosophiefrage, die muss ich für die Zuschauer jetzt einfach stellen. Was für Öl macht ihr zum Einfahren rein? Ja, das ist so ein handelsübliches 10W40 und was ganz anderes. Aber schon teilsynthetisches schon rein? Ja, ja. Das ist kein mineralisches? Nee, weil die Schwierigkeit ist die, also auch vom Ventiltrieb, normalerweise, wenn du den Motor genau kennst, dann ist so ein Einbereichsöl wäre optimal. Aber du hast natürlich jetzt im Ventiltrieb, je nachdem, wie das Ganze aufgebaut ist, Pleuellagerschalen, weil diese modernen Mehrbereichsöle mit den Additiven haben ja schon Vorteile. Und du musst ja den Kompromiss finden, dass du zu Anfang dem Motor nicht irgendwie einen Schaden zufügst. Das ist das Problem. Deswegen nehmen wir schon ein hochwertiges, aber wesentlich günstigeres Öl, weil wir das nach einer halben Stunde einfach rausschmeißen, den Ölfilter aufschneiden und dann sieht man ganz genau, also wie in dem Fall ist, wenn Thorsten Schwarz so einen Motor gebaut hat, da sind keine Verunreinigungen drin, aber wir haben natürlich auch zum Teil Motoren, wo dann eben Dichtungsreste oder wo sich schon ein Schaden andeutet. Also da kann ja alles Mögliche bei sein. Und das ist ja Teil unserer Dienstleistung, auch ein mechanisches Problem, so früh wie möglich zu erkennen. Und danach machen wir dann, also dann machen wir ja viel Shell, dieses 2060 ist Advanced, was für einen historischen Motor, glaube ich, schon sehr gut ist. Eine Sache, die mich jetzt gerade interessieren würde, ich weiß nicht, ob wir die jetzt gleich schon zeigen können, ist, mich würde mal interessieren zwischen jetzt gerade 23% Gaspedalstellung, wenn wir die Gaspedalstellung verdoppeln, dann würden ja viele denken, dass eine doppelte Drehung rauskommt. Ja, aber das wird meistens nicht der Fall. Ist meistens nicht der Fall, wie man auch selber unter dem Fuß schon merkt, gefühlt sind die ersten 30% immer die, die am meisten beschleunigen und den Rest trittst du durch und nichts kommt mehr. Das ist ja ganz oft so, das kann ich dir leider nicht zeigen, weil wir das noch nicht so weit fertig haben. Und zwar ist es so, dass meistens bis zur Hälfte, etwas über der Hälfte, hast du auch eine kontinuierliche Zunahme, je nachdem wie das Ganze ist. Und bei niedrigen Drehzahlen und wenn die Drosselklappen im Prinzip für diese niedrige Drehzahl im Prinzip zu groß sind, dann hast du schon bei halb oder dreiviertel geöffnet. Schon mehr hast du schon, und wenn du weiter aufmachst, hast du sogar den Effekt, dass das Drehmoment wieder abbaut. Das heißt, es kann tatsächlich sogar sein, habt ihr schon mal gehabt, ich gebe Viertelgas, gebe Halbgas, gebe Dreiviertelgas, gebe 100% und es geht eigentlich runter. Ja, ist fast immer. Bei niedrigen Drehzahlen ist es fast immer. Also doch nicht Pedal, immer bis auf Autobahn durchdrücken, ne? Unten rum. Also oben raus ist wieder was anderes, aber unten rum. Meistens so, wenn du dein Drehzahlband betrachtest, meistens am mittleren Drehzahl, am vierten. Gibt ja auch viele, die klassische Motoren gewöhnt sind, die man ja auch nicht sofort immer Vollgas beschleunigt, sondern so ein bisschen so, ich sag das mal ja vom Motorradfahren aus, ne? So den Hahn so mit steigender Drehzahl immer weiter aufmacht. Ne? Aber dann macht das ja auch Sinn, dass man so ein Auto so fährt. Du siehst ja auch, ich habe das ja im Rennsport viel erlebt, erfahrene Rennfahrer, die merken sofort, wo der Motor am besten läuft. Ja. Und dann beschleunigen die auch genauso durch. Und dann guckst du in die Datenaufzeichnung, also die meisten Steuerer haben wir ja da auch in der DWC auch gehabt, da siehst du sofort, wenn du einen guten Treiber hast, weil der fährt genau auf der Drosselklappenstellung, wo am meisten drin ist. Am meisten kommt, ne? Ja. Geil. Okay, habt ihr das Auto dazu da, dass wir einmal gucken können? Ja. Ja, dann würde ich sagen, reicht das hierfür. Lassen wir den armen Motor noch mal ein bisschen vor sich hin juppeln und gucken mal kurz. So ein Deckenkran ist immer mein Traum, ne? Ja, das haben wir auch extra so gemacht, dass du da Motor rausbauen kannst und hier. Ja, das wäre nochmal für mich
im nächsten Leben ein Highlight. Aber das kann ich dir empfehlen von der Machart her. Es gibt ja ganz viele verschiedene. Mhm. Kannst ja von bis da ausgeben, aber das, die Variante war die günstigste. So zum Schwenken und hin und her? Und die Säule selber hinstellen, ja. Und dann nur den anschrauben. Okay, ja, das ist das Gerät. Okay, das ist aber ja ganz was anderes als ein Intel. Der ist auch noch älter als ein Intel, glaube ich. Ja, das war ja die, waren ja die davor. Die Jahre kann ich das nicht sagen. Das aber ist ja in Anführungsstrichen fast hier so Nachkriegsmodell, ne? Was ist ja, das? Ist auch aus den 60ern, ne? 60er, oder? Ja. Mhm. Ja, 50er, oder? Ja. Geil. Und hier war die Schwierigkeit, ne, das, was ich ja vorhin sagte, mit dem Krümmer. Aber ich muss gerade einmal schmunzeln, du musst hier mal reinfilmen. Also, ja, wenn ich halt mal Getriebe tauschen will, ne, oder halt da mal ran muss, dann ist das hier auf jeden Fall einfach. Ja. Dann brauche ich gar nicht so viel wegbauen, ne? Eigentlich geil, ne? Heute macht man es nicht mehr, damals hat man es gemacht. Okay, hier war das Problem mit Krümmer. Ja. Und da drüben, diese Ausbuchtung hier zum Beispiel, die haben wir auch reingebracht. Du siehst noch die alte Form da hinten an der Seite. Mhm. Und das sind dann halt solche Umbauten, wo wir im Vorfeld, das war zum Beispiel jetzt, als der Motor zur Instandsetzung weg war, haben wir einen Dummy eingebaut und haben dann in der Zwischenzeit die Abgasanlage gebaut, die ganzen Karosserieänderungen. Und da hinten auf der Seite, wenn du dich einmal umdrehst, da ist jetzt zum Beispiel, das ist der Kasten, der auf der Seite eingebaut wird, dass wir vorne aus der Front auch kalte Luft für die Ansaugung hinbekommen, und dann haben wir die ganzen Bleche angefertigt. Das Steuergerät sitzt auch da unten drin, dass das Spritzwasser geschützt ist, und das ist dann halt einmal so auch, ne, Lackieren vom Motorraum, die ganzen Bleche anfertigen, das gehört dann einmal mit dazu. Der ganze Kühlkreislauf wird dann auch ein bisschen geändert mit einem neu gebauten Ausgleichsbehälter, und so haben wir dann ein System, was dann eben auch wirklich tropensicher und auch im Fahrzeug vernünftig funktioniert. Das ist ja immer das Entscheidende. Deswegen das mit dem Rollenprüfstand, dass man dann zum Schluss das Gesamtfahrzeug, weil so wie die Kühlung, Kraftstoffsystem, das wird ja dann auch nochmal gesondert alles angefertigt. Und das ist ja ein bisschen anders, wie wir das auf dem Prüfstand dann aufgebaut haben. Und deswegen musst du ja dann zum Schluss wieder noch einmal kontrollieren, funktioniert es im Auto. Wie ist das hier so mit Thema Motorhalter und so? Das passt aber alles original? Oder? Das ist alles original. Das passt, also der eigentliche Motor geht da schon so rein? Das passt da rein, diese Motor, also der Motor an sich, die Bauart ist ja das gleiche. Okay, der war ursprünglich auch ein 4-2er, ja, Sechszylinder drin. Nein, 4-2, die gibt es, 4-2 gibt es in dem gar nicht. Okay, aber gleiche Block an sich, ja. So. Okay. Nur die Anbauteile, ne? So das Saugsystem, ja. Und dann diese kleinen SU-Vergaser mit so einem ganz anderen geschwungenen Saugrohr, deswegen passt das. Letztendlich mit den großen Weber-Vergasern, das passt dann da alles gar nicht rein, und da muss man halt ein bisschen Platz schaffen. Ne? Denkst du, dass der Besitzer mit dem Auto auch ordentlich Kapelle damit macht, oder ist das eher so Cruiser? Das ist rein zum Cruisen, die fahren da auch Langstrecke mit, und da ist es halt so, das sind natürlich auch erfahrene Oldtimer-Besitzer, die einfach wissen, was man so machen muss an so einem Fahrzeug, damit das dann auch dauerhaft Spaß macht. Und die haben, wie du das vorhin beschrieben hast, die kennen das ja alle, aber wer das über ein paar Jahrzehnte erlebt hat, wenn das alles nicht richtig funktioniert und du andauernd den Ölfleck wegwischen musst oder, das will niemand. Ne? Oder man halt auch wirklich mal vorhat, mit so einem Auto als Beispiel mal eine richtige Rallye irgendwie zu fahren. Ja. Wirklich mal so 14 Tage am Stück, 1000 Kilometer, wie auch immer. Ne? Da braucht man natürlich schon eine Technik, die halt einfach jeden Morgen wieder neu funktioniert. Ne? Ja. Geil, weil sonst so kann ich mir dieses Auto irgendwie 0 mit 250 PS irgendwo vorstellen. Also, wenn ich jetzt irgendwie daran denke, dass da einer drin sitzt. Aber das ist auch genau das Ding, das wollen die auch gar nicht. Ja. Das ist mehr oder weniger ein Abfallprodukt, und das wird auch so überhaupt nicht eingesetzt. Und da wird mit gecruised und dann 120, 140, und mehr macht in dem Auto auch keinen Spaß. Aber du hast natürlich den Vorteil, wenn du auf der Landstraße bist oder auch auf der Autobahn und du willst kurz jemanden überholen. Das ist ja, glaube ich, dieses angenehme Gefühl, wenn du da einfach nur kurz aufs Gas tippst und das Auto das sofort sauber umsetzt und du dich darauf verlassen kannst, dass es nicht anfängt zu bocken, sondern dass es das auch macht. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich bin gespannt, wie das Ganze fährt. Wir gehen noch mal einmal rum hier zur Renke, auch an deiner Stelle. Ja. Sehr gerne. Wir sind ja nicht das letzte Mal hier. Ich habe ja noch diverse Projekte. Eigentlich steht ja auch immer noch mal ein Motor auf dem Motorenprüfstand aus. Ich hoffe doch. In welchem wir da wie wo demnächst viel zufälligerweise vielleicht fertig haben, etc. Das ist ein bisschen Zeit lang gegangen. Ich wüsste auch noch mal einen Motor, wo man perfekt mit Thema Effizienz was machen kann, wie wir heute hatten. Jetzt nicht, keine Angst, es geht nicht um Spritsparen. Dann müssen wir einen T5 nehmen. Wäre auch witzig, ob man den auf 5 Liter kriegt. Nee, geht schon um Thema Leistungseffizienz aus dem Motor rauskriegen. Aber da werden uns die Ideen nicht ausgehen.
Wir haben nämlich noch eine weitere Sache hier zum Filmen, aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass ich das zeigen durfte. Danke für die Zeit. Gerne. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.